with you on new single. Did you, babe? But love is all I have to give. To Johnny. Oh, yeah, man. Oh, man. That's nice. To you. Die Weltvoraufführung des neuen Songs der Backstreet Boys nur hier auf diesem Sender bei Viva TV. Die Backstreet Boys werden noch ein bisschen hier, werden uns Rede und Antwort stehen und ihr seht jetzt erstmal die fantastischen vier mit MFG. Applaus! Nun, da sich der Vorhang der Nacht von der Bühne hebt, kann das Spiel beginnen, das uns vom Drama einer Kultur berichtet. Mal näher. Jetzt sind wir erstmal hier bei der Steffi hier hinten, ne? Mhm. Die Backstreet Boys. Und wir haben hier so ein paar Fragen. Hast du ein Mikro hier? Am besten einfach mal selber vorlesen. Okay. Hi Viva and BSB. I have an important question for you. Ich habe eine wichtige Frage. Will für there euch. Be any cooperation with the Booyah family mit der Booyah family auf dem Album? Besonders mit Toni, C und Nana. Bitte beantworte diese Frage. Friede an alle aus Schweden. Paul S. aus Malmö. Thank you for writing in. Danke, dass du geschrieben hast. Wir haben letzte Nacht Toni gesehen hier im Studio in Köln. Nee, wir spielen natürlich nicht, wir arbeiten nicht mit ihm zusammen auf dem Album, vielleicht in der Zukunft, auf dem nächsten vielleicht. Wir haben da ein bisschen mit ihm drüber gesprochen, vielleicht machen wir noch so ein Weihnachtsalbum. Okay, können wir noch eine E-Mail? Mhm. Hallo, ich weiß gar nicht, wie ich diese E-Mail anfangen soll, weil ich immer sprachlos bin, wenn ich euch sehe. Aber ich hätte, wie alle anderen, auch eine Frage. Da ihr schon seit langem weltweit berühmt seid, habt ihr ja kaum noch irgendwo Ruhe vor den Fans. Wünscht ihr euch manchmal für kurze Zeit wieder ganz normal zu sein, einkaufen gehen zu können, ohne dass ihr von lauter Mädchen entdeckt werdet? Eben einfach Dinge zu tun, die ihr früher getan habt, ohne dass gleich eine Schar von Mädchen da war. Bitte bleibt noch lange zusammen, denn uns allen würdet ihr sehr fehlen. Und vergesst nie, dass die Fans aus allen Ländern euch lieben, nicht nur aus Deutschland und Amerika. Well, thank you. Danke. Wieder normal sein? You're doing a good job, by the way. Yeah. Du machst ja ganz gut hier, super, ne? I think we get time off every so often. Nee, wir haben ja manchmal schon was frei und dann können wir nach Hause fahren, uns ein bisschen, können uns erholen mit unseren Freunden, unseren Familien. It's kind of weird, but this is our normal life. Das ist ja eigentlich unser normales Leben, was wir jetzt hier machen. Und das gefällt uns auch sehr gut. Wir sind Entertainer und Sänger und die Backstreet Boys natürlich auch. Das gefällt uns und wir werden auch ziemlich lange dabei sein. Be happy. Don't worry, be happy. I guess, you know, also, we'll be having more and more time off. Natürlich werden wir irgendwie in der Zukunft ein bisschen mehr Freizeit haben, aber nächstes Jahr sind wir ziemlich beschäftigt, muss man schon sagen. Nein, sowas wünschen wir gar nicht, hast du gar nicht gesagt haben. Wir wünschen es nicht, dass wir irgendwie weg wären oder. Natürlich, manchmal wollen wir ein bisschen uns irgendwie ein bisschen erholen und unter uns sein, aber das ist alles Teil des Geschäfts, der Aufgabe und des Jobs. Man muss es irgendwie so ein bisschen abwägen, ne? Balance finden. Ein Mehl machen wir noch, ne, Steffi? Einmal noch. Hi, guys. Mich würde mal interessieren, ob ihr Kinder liebt. Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Möchtet ihr später auch mal ein ganz normales Leben führen? Mit einer eigenen Familie, einem kleinen Häuschen und vielen kleinen Kindern? Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Macht weiter so. Ich freue mich schon jetzt auf das Konzert in Zürich, Schweiz. Bye, Nicole. Definitely. Ja klar wollen wir so eine Familie haben. Natürlich. Wir wollen irgendwie weitermachen. Logisch. Wir wollen natürlich so normal bleiben und sein, wie wir können. Aber natürlich werden wir weiter Musik machen. Wir werden auch viele Sachen machen, die Backstreet Boys, also die bestimmen ja unser Leben, diese Gruppe. Und aber natürlich, ich würde ganz gerne schon eine Familie haben, muss ich ganz sagen. Ich würde auf jeden Fall mal eine Familie haben. Viele Kinder. Also wenn die Kinder haben und irgendwie, und die sind in der Schule, dann sagen dann die anderen bestimmen, wie dein Vater ist ja bei den Backstreet Boys. Mhm. Das ist interessant, aber bei AJ, ab wie vielen Jahren darf der Kind dich dann tätowieren lassen, AJ?
they're gonna come out with tattoos. Is there a year old, you know, age-old person with a tattoo on them? For the baby house, Edgar, check this out. Boom. So glad. Irgendwie, da wird der Tattoo überall Tattoos. Alle Kinder kriegen hier sowas über den Bauch. Das wäre natürlich klasse. So, wenn ihr mal Informationen braucht für die Backstreet Boys, die haben auch eine eigene Internetseite. Die Adresse ist www.backstreetboys.com. Da könnt ihr drauf gehen. Jetzt natürlich nicht, weil jetzt bleibt er bei uns. Wir machen eine ganz kleine kurze Unterbrechung. Nochmal ein Riesenapplaus für Steffi, die das super gemacht hat. Ja? Good job. Super. Very good. Super. Wir sehen uns gleich wieder. Gleich. Very good job. Die Zeit ist reif für viele, viele weitere Stars bei Interaktiv. Sagt uns, wen ihr in Zukunft bei uns auf dem roten Sofa sehen wollt. Wer soll sich den Fragen unserer Interaktiv-Moderatoren stellen? Euer Wunsch ist uns Befehl. Ganz egal, wen ihr sehen wollt. Ob Musiker, Schauspieler oder Sportler. Wir holen sie für euch ins Interaktiv-Studio. Schreibt einen Brief mit eurem persönlichen Wunschgast an Interaktiv. Stichwort Wunschgast, Postfach 190 309 in 50 500 Köln. Neue Single, Fort von mir. Die Single mit zwei Bonustracks. Echt, Fort von mir. Ab sofort überall im Handel. Lass mich durch, ich hab's eilig. Gleich geht's los. Ja, und ich? Du bleibst draußen. Oh. Wählen Sie 080 55 300 und holen Sie sich die Chippendales nach Hause. Sehen Sie außerdem die Stripper-Komödie ganz oder gar nicht. Du redest doch nicht etwa immer noch von diesem Chippendale-Blödsinn, oder? Dick und doof hüpfen über die Bühne und zeigen allen ihren Schniedelwutz. Ihr wollt euch ausziehen? Das wäre mir ein Blick wert. Stripper's Day bei Premiere mit der Originalshow der Chippendales. Hautnah. Rufen Sie jetzt an 080 55 300. Und Music Creation for the PlayStation präsentieren Mayday, Soundtropolis. 30. April, Dortmund, Westfalenhall. Mayday, die Spezialisten an den Turntables. Westbam, Paul von Dyk, Mr. X and Mr. Y, Teller 2 XLC, Farley Jack, Master Funk, DJ Hell, Mark Spoon, Members of Mayday und viele mehr. Mayday. Tickets über Start, CTS und an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Ticket Hotline 030 327 916 43. Mehr Infos im Internet. Mayday. Soundtropolis. Präsentiert von Music Creation for the PlayStation und Viva. Immer noch bei uns die Backstreet Boys. Und wenn ihr nach der Sendung Lust habt, mit den Backstreet Boys zu sprechen, es soll ja solche Menschen geben, die Lust haben, nach der Sendung mit den Backstreet Boys ein bisschen zu reden, dann könnt ihr das tun. Wir haben eine extra Seite eingerichtet, und zwar http://chat.viva-tv.de. Ist aber auch eingeblendet die etwas längere Adresse, die unsere Computerabteilung innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. Ja, ja. Die Jungs sind schon ganz heiß darauf. Da lang oder hier lang. Sie dann irgendwie mit euch dann ein bisschen zu chatten, ne? Also. Ja, chatten wir uns. Ich will ja gar nichts sagen. So, chattet ihr auch seit viel im Internet so computermäßig? Wer ein Computer von euch? Top, top.
Computer. We all have laptops. Ja, wir haben alle Laptops. Und wenn wir irgendwie... Die meisten Leute glauben gar nicht, dass wir es sind, wenn wir im Internet unterwegs sind. Ist auch praktisch, ne? Die Leute nicht glauben. Wir haben immer noch unseren Zwischenstand beim Wunschspiel des Tages. Ich bin mal gespannt, wer zurzeit vorne liegt. Gucken wir mal. Immer noch die absoluten Beginner. Das heißt also, Kevins Tipp liegt immer noch vorne mit Hammerhart. Massive Töne holt mächtig auf. Wobei ich Kevin hatte doch massive Töne, oder? Wer hatte das? Nee. Howie hatte doch absolute Beginner. Genau. Dein Tipp liegt vorne. Howie. I chose the. Massiven Töne. Nein, ich habe die massiven Töne mir ausgesucht. Ja, genau. 091 570 560 ist die Telefonnummer. 1 für absolute Beginner, 2 für Regen und Mild und 3 für die massiven Töne. Wundermärchen. Gibt es eigentlich mal, die Presse ist ja immer fies, ne? Gibt es eigentlich irgendwas, was ihr mal richtig stellen wolltet? So, was über euch berichtet worden ist, wo ihr dann sagt, na, das stimmt eigentlich so gar nicht? Sure. Okay. Ja, klar. Dann sag mal. What rumors? Das weiß ich jetzt. Was für Gerüchte? Tell me what rumors you heard. Erzähl mal. I got one. Ich hab auch eins. Das war ziemlich scheiße irgendwie, fand ich nicht so gut. Das kann schon mal passieren, aber ich fand das nicht so gut. Das war meine Freundin und ich haben keine Kinder. Sie ist nicht schwanger, meine Freundin. Ganz ehrlich nicht. Aber ich habe so zwei kleine Kinder zu Hause. Das ist schon reicht, wenn man sich darum kümmert. Aber dieses Gerücht stimmt einfach nicht. Und zum tausendsten Mal. Und wir lösen uns nicht auf. Wir sitzen hier, wir sitzen zusammen hier. Und wir wollen auch, dass die ganzen Fans in Deutschland wissen. Ich weiß, dass sie enttäuscht waren, dass wir natürlich die Tour mal verschoben haben. Aber wir mussten natürlich ein super Album aufnehmen können und eine super Show wieder zusammenstellen können. Und wir wollten uns um ein paar Sachen kümmern, geschäftlich. Wir mussten ein neues Management aufbauen. Wir wollten irgendwie alles schön und richtig machen, damit wir unsere Karriere auch schon verlängern können. Und das ist alles. Das Wichtigste, ne? Für uns. Perfekt. Das wollte ich einfach mal... Ah, wir haben noch einen Anrufer. Ah, da ist einer. Hallo, wer ist denn da in meiner Leitung? Hallo? Ja, wer bist du denn? Hallo, ich heiße Aldiana. Aldiana, ein sehr schöner Aldiana. Name. Wer kommt der? Der kommt aus, naja, ich weiß nicht. Meine Mutter hat gesagt, dass früher hieß mal so eine griechische Göttin so. Oh. Das hast du in meinem Buch gelesen. Ja, hört sich auch sehr gut an, Aldiana. Ja. Wunderbar, wunderbar. Hat nichts mit dem Einkaufsladen zu tun, ne? Nein. Okay, schieß doch los mit deiner Frage. Also, mich würde interessieren, was die Backstreet Boys so von der ganzen Situation in Kosovo halten, mit der NATO und mit dem Krieg da unten. Oh ja. Nee, wir möchten uns irgendwie mit diesem ganzen politischen Zeug irgendwie nicht so richtig beschäftigen. Also nicht beschäftigen, wir wollen irgendwie uns da nicht so äußern, aber wir wollen Frieden. Das ist einfach das, was ich sagen will. Es gibt irgendwie große Schwierigkeiten. Wir müssen das irgendwie alles, wir müssen das verbessern. Es gibt natürlich viele verschiedene Arten, Konflikte zu lösen, ohne Gewalt, ohne Waffen. Wir sind alle irgendwie unsicher und unreif. Und ich meine, die denken, man könnte mit Waffen Probleme lösen, aber es geht nicht. Aber hier, mit dem Mund, mit Reden kann man Probleme lösen. Egal, wie lange es dauert. Und wir wünschen natürlich den ganzen Truppen viel Glück und Gottes Segen und dass alle am Leben bleiben und unverletzt bleiben und auch an die Flüchtlinge. Alles gut, wir beten für euch. Frage beantwortet, Aldiana. Ja. Wunderbar. Mola, ich hätte noch eine Frage. Könnten Sie mir noch Autogramme zuschicken und die CD signieren? Sicherlich. Ich glaube, Autogramme haben Sie aber gar nicht dabei. Oh. Ja, aber die sind in der Plattenfirma wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich probiere jetzt mal fragender Blick. Da. Ja? No problem. Kein Problem. Siehst du, da wird draufgeschrieben aus Fax und dann wunderbar, ne? Alles klar. Ja, dann schönen Tag noch. Danke, tschüss. 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 Einen Anruf haben wir noch. Einen haben wir noch. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ich bin die Verena. Hi Verena, wie geht's dir? Gut, euch auch. Oh. Wow. Und auch uns geht's auch gut. Die besten müssen jetzt alle mal ihre Kuscheltiere halten. Wow. Oh, nein, ich auch eins hier. Was hast du eine Frage denn? Ich möchte fragen. Was ihre peinlichste Sexpanne war. Die peinlichste Sexpanne. Okay, AJ, here we go. Oh, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Die peinlichste Sexpanne. So, I think it's time for hey. Yeah, it's time for the single. Let's see your photo. The new single, come on.
Sorry. What do you think? Was glaubst du denn, ne? Interessante Frage. Interessante Frage. What you have? Comment? Tja, komm, erzähl du noch mal. AJ. Du zuerst. AJ. Nein, AJ. I'll be honest, I'll be honest. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. I'll be honest. Das ist jetzt ganz ehrlich hier. Das ist jetzt im Fernsehen. I'll put it in nice terms. Ich erzähle das mal ganz nett hier, weil es hören ja auch Minderjährige zu. Broke wind during and it was really bad. Beim Sex, das war nicht besonders nett. I don't know where it came from, nicht besonders gut. Ich weiß nicht, woher kam, aber that was me. Das war die beste Boys bei ihrem einzigen Auftritt in Deutschland blamiert. Okay, ich glaube, das reicht für euch alle, oder? Ja, das reicht für uns alle. Next question, please. Schon fast so viel. Nächste Frage. Ah, Verena, ich glaube, das ist ganz okay gewesen, ne? Viel Spaß noch heute. Guck mal schön. Gleich kommt die Welturaufführung, bringt dran. Mach's gut, ja. AJ, break wind. AJ, AJ. Dein Sausen. Not on TV. Nächste Fernsehen. Wir schalten hoch zum Flo. Wo ist der denn? Hallo, Flo. Hallo. Hi, Mola. Ja, wir sind immer noch hier und ich muss sagen, es ist gerade ein bisschen ruhig. Was ist hier los? Genau. Und wir haben hier natürlich unheimlich viele Fragen und wir konnten uns für zwei entscheiden. Also zwei Fragen machen wir auf jeden Fall jetzt. Und zwar die erste stellt die Dandala. Dalanda. Entschuldigung, Dalanda. Also ich möchte gerne die Backstreet Boys fragen, ja, wie viele Songs hier auf dem neuen Album aufgenommen haben. Wie viele Songs auf dem neuen Album sind? 12, glaube ich. 12. Okay, 12 Songs. Ja, Frage auf jeden Fall beantwortet. Und dann war hier noch die Camela und die wollte wissen. Ich wollte die mal fragen, welches Lieblingsparfüm von denen das ist, was sie jetzt haben. Das ist eine sehr gute Frage, weil da kann man immer so seinen Vorrat ein bisschen auffüllen. Also Lieblingsparfüms von allen. Ja. For a woman or for like Dame oder Herren? I like Dolce. Dolce Gabbana? Dolce Gabbana ist meins. Cool water. Back in the days, man. I don't have a favorite. Damals. Ich hab gar keinen Lieblingsparfüm. Der riecht ganz normal, natürlich. Cool water gefällt mir auch. Joop. Joop. Mann, deutscher Designer. Schon eingedeutsche Backstreet Boys. Wunderbar. Likes Break Wind. Der Forts dann immer schön Joop verschwinden. Eine Frage machen wir noch, Flo. Flo, wo ist er denn? Jetzt guckt er die falsche Richtung. Ja. Noch eine Frage. Ja, also habt ihr vielleicht doch mal eine Frage? Genau, sie. Brian, ich wollte von dir wissen, es wäre alles gute Nachricht zum Geburtstag. Ich weiß, dass du es am 20. Februar hattest. Aber ich wollte wissen, wie du deinen Geburtstag verbracht hast. Wie hat Brian seinen Geburtstag verbracht? Well, I spent it at home. Zu Hause habe ich ihn verbracht, in Orlando. And, I did pretty much und wir haben really so... A whole bunch of nothing. Wir haben eigentlich nicht besonders gemacht. Wir haben irgendwie einfach den Tag, also ich habe den Tag für mich irgendwie so genossen. Meine Familie war in Kentucky, im Norden. Sie konnten mich leider nicht besuchen kommen. Ich war relativ alleine. Ich habe mich etwas entspannt. Gar nichts, irgendwie alles gemacht, was ich immer mal machen wollte. Eigentlich ziemlich viel so. Aber vielen Dank, dass du gefragt hast. Eine nehmen wir noch, Flo? Flo guckt immer ganz. Flo guckt immer ganz spannend, ne? Ja, wir sind jetzt hier nochmal ganz kurz draußen und zwar die Mädels haben sich unheimlich viel Mühe gemacht und sie wollten Howie nochmal fragen, ob er das erkennt. Und Gummibärs! That's Howie's favorite. Ja, seine Lieblingssüßigkeiten. Schlange keine mehr gegessen, ich vermisse sie schon. Ja, er lässt sich ganz gerne mal. Irgendwie die bleiben am Schuh hängen und so. Wenn er will, dann verliert er mal ein paar und das kann es irgendwie schön aus dem Fenster werfen. Ja. Ans Fenster kriegen. Meine Familie schmeckt ja auch sehr gut, die bringe ich mit nach Hause. Ja, da draußen, wir gehen da gleich noch hoch, das ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben ganz am Empfinden. Wir werden auch draußen ein Finale feiern. Dann kannst du dann direkt die Gummibärchen mitnehmen, ne? Cool. Excellent. Super Idee. Cool. Super. Wunderbar. Welche Ecke hinten? Ja, komm, gehen wir in die Ecke hinten. Geh mal mit, wir müssen in die Ecke hinten. Komm, aufstehen, aufstehen. Okay, what? We go. What? Ja. Yeah, okay. Also ich bin nicht konfus, das ist meine Redaktion, die sagt, wir gehen in die Ecke hinten. Gummibären!
Oh, yeah. Oh! Ruby Band, das sind, no, we're gonna stay here. I can't get them open, it's too weak. Komm mal hier rüber, hier, komm mal hier. Wir haben guck nämlich... an, die Fotos. Ja, einmal rüber, einmal bitte mit der Kamera hier rüber kommen. Wir haben nämlich nette Fotos eingeschickt bekommen. Wir haben eine kleine Auswahl aufgehängt von den Backstreet Boys. Was machst du denn? Guck mal hier. Like Brian's got everything. Oh, hier, guck mal, der hat ja alles hier. Sieht schön aus. Basketball, hier, Brian, also, da deine Jungs. Die ganzen Geschenke. Der ist ein Typ. Die Backstreet Boys natürlich. Sehr schöne Zeichnungen. Gummibärenpartys. Auch mal ein paar hier. Keine Ahnung. Ja? Also, die Backstreet Boys gucken sich jetzt mal hier in Ruhe eure Geschenke an. Und wir gucken einen Clip, und zwar kommen hier die Backstreet Boys mit Get Down. Get Down. Oh ne, oder wie man Gloss kommen wird, hier präsentieren zu dürfen. I want it that way. Jetzt kommen sie, die Backstreet Boys. Boys, Boys, Applaus! Thank you. Woo! Der Elefant sind die neue Single der Backstreet Boys. Hier zuerst bei Interaktiv und die Backstreet Boys. In Deutschland auf Tour. Und zwar am 4. Juni. Wo, Flo? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, Frankfurt am Main. Ja, am 7. Juni in Köln, am 20. Juni. Und am 21. Juni in Bielefeld, 22. Juni Oberhausen und am 24. Juni, Mola? In Münster. Das wunderbar, noch ein Riesenapplaus für die Backstreet Boys. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. ABC, ja. Interaktiv ist gute Besserung. Hat da dabei mal ein Korea gut. Mega fett, bombastisch geil. Süß. Yeah. Sweet as honey. Ich will raus, der Hit von Kami und Purple Schulz. Jetzt auf dem neuen Purple Schulz-Album Sehnsucht, die Balladen. Hier draußen ein Bissen, der wie frisch gebacken schmeckt? Kein Problem. Hanuta im aromadichten Doppelpack. Ob's gießt wie aus Eimern, staubt wie in der Sahara oder heiß ist wie im Dschungel. Damit der Geschmack immer voll da ist. Kross und lecker, wie frisch vom Bäcker. Hanuta im Doppelpack. Schmeckt kross und lecker, wie frisch vom Bäcker. New World Order. New World Order. Mr. X und Mr. Y. Jetzt überall, wo es coolen Sound gibt. Passt auf, Bayern-Fans. Jetzt gibt's von meinem Verein ein tolles Archiv. Alles über den FC Bayern steht da drin. Das müsst ihr gleich bestellen. Alles über Spieler. Hoppla, das bin ja ich. Ihr fahrt alles über Pokale, Meisterschaften. Ein tolles Plakat ist gratis dabei. Ein interessantes Spiel und ein riesiges Quartett. Aber das ist nicht alles. Deshalb ruft jetzt 0180 53777 und bestellst das Startset gratis. Nur 4,95 für Port und Verpackung. Auf geht's, Fans! Mythos and DJ Cosmo. The Heart of the Ocean. Titanic-Melodie zum Tanzen. The Heart of the Ocean. Jetzt. Hit von Cher. Hol dir dein Ding. Viva Hits 4. Viva Hits 4. Das Beste aus den Charts. Hol dir dein Ding. Viva Hits 4. Süß. Hammer scharf. Geil. Geil? Heute 18 Uhr. Ja, cool. Viva. Wir haben noch zwei ganz besondere Sachen für euch, und zwar die Backstreet Boys sind schon oben. Nick und ich sind noch hier unten, wenn ihr Wunsch gibt, das Tages auflösen. Ihr werdet gleich noch einen aktuellen Song aus dem Album der Backstreet Boys hören. Und zwar ist das die Auftrittsmusik. Gleich, wenn wir also hochgehen, hört ihr einen Song, den ihr erst dann auf dem Album von den Backstreet Boys hören könnt. Dann haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Carla. Ich komme aus Slowenien. Kann man hier hin, Carla? Erstmal, today's her birthday, right? Yeah, right. Sie hat heute Geburtstag, und deshalb einen riesengroßen Applaus für sie. You came all the way from where? Bist woher gekommen? Aus Slowenien. Ja. Yeah. Aus Slowenien kommt sie also, und du bist ein ganz großer Fan von your big friend from whom?
Nick, of course. Oh, von Nick. Vom Nick, of course. Und sie hat sich gewünscht, ein Foto zu haben. Also hier ist Nick. Erstmal hallo, vielleicht ein Kaffee mit einer Kiste zusammen. Oh, das ist doch süß. Und das, am, das ist doch das Beste, das ist das Beste. Okay. Birthday present and nice picture too. Okay. Ja. Oh, wow. Yeah, das ist für dich hier. Oh, is something in it? Muss man aufmachen. Ist was drin? Ja, yeah, mach mal auf. Because I know you like dolphins. Oh my gosh. Und gefallen dir Delfine? Du magst Delfine? Vielen Dank. I'm gonna take this off and put this on it. Ich muss es jetzt mal abmachen und dann nehme ich das hier. Der helle Wahnsinn, ein kleiner goldener Delfin ist da drin, in einer wunderschönen Rose. Das ist ein ganz tolles Präsent. Und ich finde, das ist ein Riesenapplaus nochmal wert. Wo haben wir das Foto? Halt! Nicht verlassen. So, das ist das Foto. Wir kommen zu unserem Wunschclip des Tages. Wer hat gewonnen? Schauen wir mal kurz auf unseren Monitor. Die absoluten Beginner mit Hammerhart, wobei massive Töne mächtig aufgeholt haben. Aber im Endeffekt haben es die absoluten Beginner dann doch wieder geschafft, den ersten Platz für sich innezuhalten. Wir besuchen jetzt die anderen, den Rest der Backstreet Boys und natürlich den Flow von The Boys oben. Ihr schaut euch den Clip an und wir gehen jetzt alle mal nach oben, ne? Alles klar. Bis jetzt kommt die absoluten Beginner mit Hammerhart. Bis gleich. Come on, let's go. So what? Oh, come on, let's go. What? Come on, let's go. Okay. Yeah, I'd like to know what we're doing. Go to the fence now. Okay. I don't know what we're up to, but here we go. Wollen chatten und rappen, von Hamburg bis Meppen. Bauen Tracks in Ketten, wollen ohne Rucksack tracken. So viele Rapper und Rappletten tun weh, ich brauch Tabletten, wenn ich mein Heim seh und vor Fernweh beinahe eingeh. Labert wer kappert, nehm ich dann Platz weg, denn ich hab zwar Styles auf dem Konto, doch das heißt nicht, dass ich am Satz spar. Ich geh tief, wenn ich einmal weise Rap aus dem Brunnen zieh und wieder hoch, wenn ich mit den Flügeln meiner Lungen flieh. Statt Chartschlüssel hab ich einen Dietrich an meinem Schlüsselbund. So betret ich die Tür zum Erfolg ohne Sprung in der Schüssel und abgehen wird, wird auch Hammer, Hammer, hart sein. Denn gleich kommen sie raus. Kevin, Howie, Brian, AJ und Nick. Nur für euch wollt ihr die Backstreet Boys?
Interaktiv. Powered by Pepsi. Pepsi, wenn du mehr willst. Hi und herzlich willkommen zu Chartsurfer. Klar, Robbie Williams kann bestimmt total nett sein, aber er kann auch ganz anders. Vor allem, wenn man ihm auf die Pelle rückt, wie letztens ein paar Paparazzi, als er mit Andrea von den Corrs in Dublin ausgegangen ist. Robbie... In den letzten 12 Monaten stellten die Backstreet Boys ihre Fans auf eine harte Probe. Während die Band im letzten Jahr in Amerika ihren Triumph feierte, warteten die Fans in Deutschland auf ein Lebenszeichen. Ihr Kurztritt nach Deutschland Mitte April bewies, dass BSB um die Gunst der Fans kämpfen und sie nicht vergessen haben. Wir mussten uns eine Auszeit nehmen, um uns um einige persönliche Dinge zu kümmern. Wir nahmen das neue Album auf und wir haben unser Management gewechselt. Und dann hatten wir einiges in den Staaten und dem Rest der Welt aufzuholen. Es hat ein bisschen Zeit gekostet und wir hoffen, unsere Fans sind geduldig und zeigen Verständnis dafür, dass wir nicht immer hier sein können. Denn wir haben das Glück, auf der ganzen Welt Erfolg zu haben. Wir müssen ein gesundes Mittelmaß finden, um die Zeit auf alle aufzuteilen. Balance it and make sure that we split our time up and get to everybody. Es ist echt eine Menge passiert, denn um die gleiche Schiene weiterfahren zu können, um sich weiter zu verbessern, mussten wir diese Sachen machen. Unglücklicherweise hatte das zur Folge, dass wir unsere Tour verschieben mussten, aber wir sind zurück und bald auch ganz in eurer Nähe. Der Grund, warum wir die Tour dann verschoben haben, waren mehr oder weniger die Fans. Denn wir wollten, dass es eine brandneue Show, eine nagelneue Bühne und ein neues Album gibt. Wir wollten nicht mit den alten Sachen auf einer neuen Bühne zurückkommen. Das hätte doch, weiß Gott, keinen Sinn gemacht. Wir haben uns gedacht, warum nicht mit etwas völlig Neuem zurückkommen, das jeden schockt und frischen Wind reinbringt. Wir haben es für euch gemacht, also bitte hasst uns nicht, es tut uns leid. Außerdem waren wir einfach fertig. Wir tendierten in die völlig falsche Richtung. Ihr wisst ja, wie es in der Vergangenheit war. Wir haben so viel gearbeitet, getourt und nebenbei auch noch 1000 andere Dinge gemacht, dass es einfach nicht mehr ging. Es war zu dem Zeitpunkt zwar klasse, aber nachher war es zu viel. Wir haben so viel gearbeitet, dass wir uns einen Monat frei nahmen, um unser Leben wieder ein bisschen zu ordnen. Jetzt haben wir ein neues Management und sind auf dem richtigen Wege. Jetzt werdet ihr vermutlich auch nichts mehr hören über eine mögliche Trennung und dem Kram. Naja, vielleicht ja doch. Die Dinge wurden ein wenig wackelig, aber jetzt ist alles perfekt. Mit neuem Management, neuer Motivation und einem neuen Album starten die Jungs ins neue Jahrtausend. Nach Backstreet Boys und Backstreet's Back veröffentlichen sie am 17. Mai nun ihr drittes Album, Millennium. Der Grund, warum wir unser Album Millennium genannt haben, ist, dass es nicht mehr lange dauert, bis es soweit ist. Außerdem wird unsere Tour bis ins nächste Jahrtausend andauern. Ich meine, es ist ein neues Jahrtausend, ein neues Jahr. Von da, wenn du einen Check ausfüllst, dann schreibst du nicht mehr 98 oder 99, du schreibst 00. It's almost a lifetime thing. Es ist etwas, das man im Leben nicht vergisst und das nur eine bestimmte Generation miterleben darf. Es ist außergewöhnlich und man kann froh sein, es miterleben zu dürfen, und das sind wir. Im Album mitgeschrieben. Ich habe an 4 Titeln mitgearbeitet und einen selber geschrieben. AJ hat einiges gemacht und Kevin schrieb auch einen Song. Aber diesmal hatten wir alle viel mit dem Produzieren und dem stimmlichen Arrangement zu tun. Wir haben viele unserer Erfahrungen aus der Produktion der letzten Alben verarbeitet. Wir haben einfach mehr Übung als früher. Für uns ist es Zeit, einen Schritt weiter zu gehen und auf ein Level zu kommen, das wir schon längst anstreben. We had more practice
And it's time to kind of step up and take it to a level that we all wanted to take it to. Wir haben mit fast den gleichen Leuten gearbeitet wie auf den anderen Alben. Vor allem natürlich mit Max Martin und einigen Neuen in unserer Sharon-Familie. Zum Beispiel ein junger Mann namens Rami. Er ist ungefähr so alt wie wir und hat ein bisschen Hip-Hop und Rock in einige unserer Songs gebracht. Wir haben mit Eric Foster White gearbeitet und Timmy Allen. Ja, und natürlich mit dir. Es sind mehr oder weniger die gleichen und der Sound ist im letzten Album sehr ähnlich. Trotzdem haben wir uns irgendwie verbessert, unsere Stimmen haben sich verändert, die Songs gehen textlich ein bisschen tiefer. Trotzdem haben wir solche Songs, die As Long As You Love Me, Quit Playing Games und Backstreet's Back sehr ähnlich sind. Und wir haben einige neue Dinge, die vorher niemand von uns gehört hat. Darauf freuen wir uns sehr. Wir sind sehr stolz. Wir haben anfangs auch versucht, mit Puff Daddy ein bisschen anzubändeln, aber es hat alles nicht so funktioniert, wie wir dachten, weil wir ja die alten Produzenten hatten und unseren Stil nicht unbedingt ändern wollten. Ich weiß, dass einige von uns sehr, sehr gerne mit ihm gearbeitet hätten, aber unser Terminplan hat irgendwie nicht gepasst. Er hatte viel zu tun und wir auch. Unsere Songs handeln größtenteils von Liebe, wobei man Liebe ja in ganz unterschiedlicher Weise sehen kann. Einmal die Liebe zu den Fans, die Liebe zu jemand Speziellen und dann kannst du die Liebe ja auch splitten. Einmal geht es um die schlechte und einmal um die gute Seite. So kann man das Album ungefähr kategorisieren. But we have one song you don't want. We've got the same, basically, don't.
Wir haben auf dem Album den gleichen Sound, den spezifischen BSB-Sound. Da wäre dann die I'll Never Break Your Heart-Nummer, die auf diesem Album Don't Wanna Lose You ist. Du hast Quit Playing Games und As Long As You Love Me in I Want It That Way. Und du gehst sogar noch einen Schritt weiter mit dem Song Show Me The Meaning, was so viel bedeutet wie Sag mir, was es heißt, alleine zu sein. Dabei geht es um Verlust. Den Verlust eines Familienmitgliedes, den einer Freundin oder das Auseinanderbrechen einer Beziehung. The loss of a girlfriend, the breakup, or, you know, so we touched on a lot of things. Wir haben uns mit vielen Themen beschäftigt. Der Song Larger Than Life ist ein typischer BSB-Song und mit Backstreet's Back durchaus zu vergleichen. Es geht um die Fans. Es ist ein toller Song für eine Performance. Es geht darum, was die Fans aus uns gemacht haben und was wir ihnen verdanken. And we owe it back to them, so. Trotzdem sind die Songs keine Wiederholung. Sie sind einzigartig. Das ist das Gute daran. Sie sind anders, aber anders in einer positiven Art und Weise. Die erste Single-Auskopplung I Want It That Way aus dem Album Millennium erschien bereits am 3. Mai. Exklusiv stellten die Backstreet Boys diese Single am 12. April bei Interaktiv vor. Dieser Song ist eine gute Brücke zwischen dem letzten und dem neuen Album. Wir wollten nicht gleich etwas herausbringen wie Don't Want You Back oder Larger Than Life. Die Songs hätten absolut geschockt, im Gegensatz zu All I Have To Give. Ich glaube, das war die letzte Single hier in Deutschland. Von etwas so melodischem und langsamem zu etwas krassem überzugehen, ist ein bisschen hart und kommt bei den Leuten einfach falsch an. Es ist eigentlich ein Tag aus dem Leben der Backstreet Boys. Wir sind am Flughafen auf Tour, kommen von der Tour oder was auch immer. Wir haben fast nur am Flughafen gedreht. Es ist eigentlich ein einfaches Video für einen sehr schlechten Song. Es ist ja kein Backstreet's Back-Ding mit vielen Tänzern und so. Ich halte es für ein tolles Video, denn wir hatten einen großartigen Regisseur. Er hat auch Videos für Boys to Men, Metallica und Megadeth gemacht. Zu unseren Songs. Ja, wir haben alle schon das Ende einer Beziehung erlebt oder einen Freund gehabt, der etwas absolut Idiotisches gemacht hat. Oder einen Streit mit einem Familienmitglied oder mit jemandem, den du liebst. Es war dann einfach aus. Entschuldige meine Ehrlichkeit, aber es wäre besser, wenn du gehst. Das sind die Inhalte unserer Texte. Was die zweite Single sein wird, wissen wir noch nicht. Wir hätten gerne Don't Want You Back. Also ich hätte das gerne, denn der Song geht einfach ab. Aber von I Want It That Way zu Don't Want You Back zu gehen, ist ein bisschen komisch, denn einmal singen wir von Liebe und Beziehung und dann auf einmal von Hau doch ab. Get out of here! Get the joy! You know what I'm saying? No, that's what it's all about. Der Song ist sehr aggressiv und voller Emotionen. Eigentlich sehr ungewöhnlich für die Backstreet Boys. Es endet dem Song von Michael und Janet Jackson. Scream. That song that Michael Jackson did with Janet Jackson, how that's a very, that kind of scream. You get more opportunities to get in the studio, and we've had Mittlerweile haben wir einfach mehr Möglichkeiten, ins Studio zu kommen und konnten uns immer mehr verbessern. Wir sind an einen Punkt gekommen, wo wir viel mehr involviert sind als vorher und als Band mehr bestimmen können und nicht nur das machen müssen, was andere sagen. Wir haben die Chance genutzt, unseren Namen darauf zu setzen und können jetzt sagen, hey, weißt du was, das habe ich geschrieben. Für meinen Bruder geschrieben, aber das war's. Ich glaube, dass darum ein zu großer Wind gemacht wurde und das hat den Rahmen gesprengt. Viele Leute haben davon gehört und hiermit kann ich allen mitteilen, nein, ich gehe nirgendwo hin, ich bleibe da, wo ich jetzt bin. With going back on that subject, you know, we all pretty much, you know, we know what we want to do and we now... Wir wissen als Band, was wir tun wollen. Und jetzt mit unserem neuen Management können wir für uns entscheiden. Und wenn irgendjemand von uns in der Zukunft eine Solo-Karriere plant, dann wird das als Band entschieden. Ich glaube, wir sind an einen Punkt angekommen, wo wir uns einig darüber sind, dass wir immer die Backstreet Boys sein werden und uns nie...
Durch unser neues Management haben wir alle Möglichkeiten, denn sie haben nicht nur Bands unter Vertrag, sondern auch Schauspieler und andere Künstler. Wenn also irgendjemand von uns etwas in dieser Richtung machen wollte, dann könnte er das einfach tun. Wenn ein Film oder Ähnliches zur Diskussion stünde, würde es als Band entschieden, ob zum Beispiel Howie oder Brian einen Film machen. Wir haben alle eine Leidenschaft neben dem Singen und die werden wir auch verfolgen. Das war's von Nick, Howie, AJ, B-Rock und Kev. Und damit sind wohl alle Fragen zum Thema Backstreet Boys vorerst beantwortet. Der Sonntag geht bei uns genauso spannend weiter mit Neu bei Viva. Eni hat 9 taufrische Clips dabei, die ihr garantiert noch nicht gesehen habt und die ihr euch natürlich auch nicht entgehen lassen solltet. Hm? Also genießt es und bis bald im Viva-Land. Ihr seid auch schon da und wir sind immer noch bei Interaktiv on Tour in New York. Ich habe mich gerade mit Jimmy unterhalten. Er ist früher immer hier in den Club 54 gegangen und hat hier Big Party gemacht. Er hat mir ein bisschen über Drogen und auch Sex und alles erzählt. Also es muss anscheinend heiß hergegangen sein da drin. Ich werde jetzt mal reingehen, mir schon mal gute Plätze sichern für die Pressekonferenz und ihr kommt mal am besten mit. Bye Jimmy, nice talking to you, bye. Geschafft und sie durch voll mit Presse, Fotografen, Kameras und wie ihr seht, es sieht richtig geil hier aus in dem Studio 54 und alles ist ein bisschen abgedimmt. Wir warten jetzt drauf, dass die Boys endlich rauskommen und ich bin auch schon ein bisschen aufgeregt, weil ja, ob die das mit dem Englischen und so alles verstehen, aber es wird schon gut gehen und ich zeige euch dann gleich mehr. Sie sind ganz normal, ich kriege keinen Schreianfall und alles läuft ganz easy. Wir haben eben einen neuen Videoclip von Ihnen gesehen, I Want It That Way, zur Einstimmung. Und naja, jetzt werden wir mal sehen, wie Sie sich unseren Fragen stellen werden und was wir als Antworten bekommen. Of our lives, but für Außenstehende machte es vielleicht den Eindruck, als hätten wir eine verdammt gute Zeit. Aber hinter den Kulissen hatten wir doch mit einigen Problemen zu kämpfen. Brian, mein Cousin, hatte diese schwere Herzoperation. Außerdem starb unser Großvater an Krebs. Ein weiterer Verlust war der Tod unseres langjährigen Producers und Freundes Dennis Pop. Und dann musste Howie auch noch den Tod seiner Schwester verkraften. Und parallel zu all diesen Schicksalsschlägen hatten wir auch noch den Rechtsstreit mit unserem vorherigen Management. Wir hatten also wirklich eine harte Zeit und mussten psychisch viel durchstehen. Doch ich glaube, die letzte Tour war überall sehr erfolgreich und jetzt versuchen wir, die Messlatte noch ein bisschen höher zu heben. Und hoffentlich klappt das. Also alle sollen kommen und die Show ganz einfach genießen. Es wird auf jeden Fall ein großer Spaß. Brian, hast du einen Song, den du am liebsten live performst? Wir inszenierten neulich ihr Perfect Fans zum allerersten Mal.
für mich wirklich das Knallbonbon. Es war so ein grandioses Erlebnis zu sehen, wie etwas, wo man so viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat, zum Leben erweckt wird. Auch die Gerüchte um einen Film wurden während der Pressekonferenz aufgeklärt. Wir werden in naher Zukunft wohl kaum die Zeit haben, alle fünf gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Aber der ein oder andere von uns wird sich hier und da wohl als Schauspieler versuchen. Ich habe kürzlich zum Beispiel etwas für die Saturday Night Show gemacht, aber gemeinsam ist derzeit noch nichts geplant. Aber sie waren sehr nett, sehr höflich und ich habe auch sogar eine Frage gestellt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und werden mal ein bisschen rausgehen und uns New York angucken. Für euch zu Hause gibt es jetzt das Videoclip von Backstreet Boys, I Want It That Way. Viel Spaß. Wir haben uns jetzt hier erstmal ein bisschen zurückgezogen. Wir sind in East Village. Das ist ein ruhiger Teil von New York. Aber wenn ich mir das so überlege auf der Pressekonferenz, also mich hat es echt beeindruckt, die ganze Show vorher, wie die Backstreet Boys erstmal vorgestellt haben. Aber insgesamt fand ich die Jungs echt sympathisch. Als ich dann zum Beispiel da unten gesessen habe, so nach 2 Stunden, ist da schon so ein bisschen der Kopf schwer geworden. Und meine Freunde wissen es, ich mache dann immer so ein bisschen so eine Schmollschnute. Und Howie hat mich dann gleich nachgeahmt, hat dann da so da gesessen, so Und da musste ich dann doch schon wieder anfangen zu lachen. Also mir hat es echt gut gefallen. Und wir werden jetzt hier noch mal ein bisschen rumgehen. Die Sonne scheint, also ich glaube, das wird jetzt richtig gut werden. So, ich wünsche mir jetzt für alle meine Freunde zu Hause mein Lieblingsvideo. Freiheitsstatue, das ist natürlich das Wahrzeichen. Ich werde mich
ich jetzt aufmachen und meine Koffer packen, denn mein Trip in New York und auch für euch geht jetzt langsam zu Ende. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich fand es auf jeden Fall voll klasse und vielleicht sehen wir uns ja irgendwann mal wieder. Nächste Woche kann ich euch nur empfehlen, interaktiv zu gucken, weil es die letzte Woche von Alex ist. Viel Spaß noch und wir sehen uns. Bye. '98 gehörte wahrscheinlich zu den erfolgreichsten Jahren unseres Lebens. Das heißt, es war wohl das erfolgreichste Jahr. Für Außenstehende machte es vielleicht den Eindruck, als hätten wir eine verdammt gute Zeit. Aber hinter den Kulissen hatten wir doch mit einigen Problemen zu kämpfen. Brian, mein Cousin, hatte diese schwere Herzoperation. Außerdem starb unser Großvater an Krebs. Ein weiterer Verlust war der Tod unseres langjährigen Producers und Freundes Dennis Pop. Und dann musste Howie auch noch den Tod seiner Schwester verkraften. Und parallel zu all diesen Schicksalsschlägen hatten wir auch noch den Rechtsstreit mit unserem vorherigen Management. Wir hatten also wirklich eine harte Zeit und mussten psychisch viel durchstehen. Doch ich glaube, wir haben sehr viel gelernt und sind dabei erwachsen geworden. Wäre es denn jetzt nicht an der Zeit, euch umzubenennen von Backstreet Boys auf Backstreet Man? Tja. Oh, thanks. Dann gib mir mal ein Bier. Nein, ich denke nicht, dass wir unseren Namen jemals ändern werden. Wir sind die Boys seit dem Beginn unserer Karriere, das bleiben wir auch. Der Name ist inzwischen eine Institution. Die Beach Boys heißen ja auch immer noch so und die sind alle schon 60 oder 70 Jahre alt. Also wir werden wohl immer so heißen. Jedenfalls, solange wir gemeinsam Musik machen. Ich denke, unsere Tanzperformance wird zwar dann nicht mehr die beste sein, aber wir sind und bleiben für immer die Backstreet Boys. We turn 60, 70, we'll still be Backstreet Boys then, so it's like, you know, maybe not dancing as much, but, you know, we'll do our best, but we'll always be Backstreet Boys. Wie viele Songs werden bei unseren Gigs zu sehen sein? 18? Ja, 18 pro Show. Eine über zweistündige Show, also sehr lang und aufwendig. Außerdem wird die Bühne inmitten des Publikums sein. Das ist schon eine sehr große Herausforderung für uns. Aber wir haben echt vor, mit dieser Tournee neue Maßstäbe zu setzen. Denn unsere letzte Tour war überall sehr erfolgreich und jetzt versuchen wir, die Messlatte noch ein bisschen höher zu heben. Und hoffentlich klappt das. Also alle sollen kommen und die Show ganz einfach genießen. Es wird auf jeden Fall ein großer Spaß. This will do for us, and you know, we want everybody to just come and check it out, you know, give us your opinions on the show, but it's gonna be fun. Hi, this is Joanne. Brian, hast du einen Song, den du am liebsten live performst? Wir inszenierten neulich A Perfect Fan zum allerersten Mal live. Und wir hatten das Glück, dass uns der Jungenchor von Harlem dabei unterstützte. Das war für mich wirklich das Knallbonbon. Es war so ein grandioses Erlebnis zu sehen, wie etwas, wo man so viel Herzblut und Liebe reingesteckt hat, zum Leben erweckt wird. Auch die Gerüchte um einen Film wurden während der Pressekonferenz aufgeklärt. Wir werden in naher Zukunft wohl kaum die Zeit haben, alle fünf gemeinsam vor der Kamera zu stehen. Aber der ein oder andere von uns wird sich hier und da wohl als Schauspieler versuchen. Ich habe kürzlich zum Beispiel etwas für die Saturday Night Show gemacht, aber gemeinsam ist derzeit noch nichts geplant. Momentan nicht. Aber sie waren sehr nett, sehr höflich und ich habe auch sogar eine Frage gestellt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit und werden mal ein bisschen rausgehen und uns New York angucken. Für euch zu Hause gibt es jetzt das Videoclip von Backstreet Boys, I Want It That Way. Viel Spaß. Wir haben uns jetzt
Love is all I have to give. To Johnny. Yeah. Oh, man. That's nice. To you. Die Weltvorführung des neuen Songs der Backstreet Boys nur hier auf diesem Sender bei Viva TV. Die Backstreet Boys bleiben noch ein bisschen hier, werden uns Rede und Antwort stehen und ihr seht jetzt erstmal die fantastischen vier mit MFG. Applaus! Well, thank you. Danke. Wieder normal sein? You're doing a good job, by the way. Yeah, machst du ganz gut hier. Super, ne? I think we get time off every so often. Nee, wir haben ja manchmal schon was frei und dann können wir nach Hause fahren, uns ein bisschen, können uns erholen mit unseren Freunden, unserer Familien. It's kind of weird, but this is our normal life. Das ist ja eigentlich unser normales Leben, was wir jetzt hier machen. Und das gefällt uns auch sehr gut. Wir sind Entertainer und Sänger und die Backstreet Boys natürlich auch. Das gefällt uns und wir werden auch ziemlich lange dabei sein. Don't worry, be happy. I guess, you know, we'll be having more and more time off. Natürlich werden wir irgendwie in der Zukunft ein bisschen mehr Freizeit haben, aber nächstes Jahr sind wir ziemlich beschäftigt, muss man schon sagen. Nein, sowas wünschen wir gar nicht, hast du gar nicht gesagt haben. Wir wünschen uns nicht, dass wir irgendwie weg wären oder. Natürlich, manchmal wollen wir ein bisschen uns irgendwie ein bisschen erholen und unter uns sein, aber das ist alles Teil des Geschäfts, der Aufgabe und des Jobs. Man muss es irgendwie so ein bisschen abwägen, Balance finden. Einen mehr machen wir noch, ne, Steffi? Einmal noch. Hi, guys. Mich würde mal interessieren, ob ihr Kinder liebt. Wie stellt ihr euch eure Zukunft vor? Möchtet ihr später auch mal ein ganz normales Leben führen? Mit einer eigenen Familie, einem kleinen Häuschen und vielen kleinen Kindern? Ich wünsche euch alles Gute für die Zukunft. Macht weiter so. Ich freue mich schon jetzt auf das Konzert in Zürich, Schweiz. Bye, Nicole. Definitely. Ja klar, wollen wir so eine Familie haben. Natürlich. Wir wollen irgendwie weitermachen. Logisch. Wir wollen natürlich so normal bleiben und sein, wie wir können. Aber natürlich werden wir weiter Musik machen. Wir werden auch viele Sachen machen, die Backstreet Boys, also die bestimmen ja unser Leben, diese Gruppe. Und aber natürlich, ich würde ganz gerne schon eine Familie haben, muss ich ganz sagen. Ich würde auf jeden Fall mal eine Familie haben. Viele Kinder. Also wenn die Kinder haben und irgendwie und die sind in der Schule, dann sagen dann die anderen bestimmt irgendwie, dein Vater ist ja bei den Backstreet Boys. So interessant, bei AJ, ab wie vielen Jahren darf der Kind dich dann tätowieren lassen, AJ? They're gonna come out with tattoos. They're gonna come out. Boy, is there a year old? Schon das Baby raus. AJ, check this out. Irgendwie, da wird überall Tattoos. Alle Kinder kriegen hier sowas über den Bauch. Das wäre natürlich klasse. So, wenn ihr mal Informationen braucht für die Backstreet Boys, die haben auch eine eigene Internetseite. Die Adresse ist www.backstreetboys.com. Da könnt ihr drauf gehen. Jetzt natürlich nicht, weil jetzt bleibt er bei uns. Wir machen eine ganz kleine kurze Unterbrechung. Nochmal einen Riesenapplaus für Steffi, der es super gemacht hat. Ja? Good job, Steffi. Super. Very good. Super. Wir sehen uns gleich wieder. Gleich. Und wenn ihr nach der Sendung Lust habt, mit den Backstreet Boys zu sprechen, es soll ja solche Menschen geben, die Lust haben, nach der Sendung mit den Backstreet Boys ein bisschen zu reden, dann könnt ihr das tun. Wir haben eine extra Seite eingerichtet, und zwar http://chat.viva-tv.de. Ist aber auch eingeblendet die etwas längere Adresse, die unsere Computerabteilung innerhalb von kürzester Zeit auf die Beine gestellt hat. Ja, ja. Die Jungs sind schon ganz heiß darauf. Da lang oder hier lang? Die dann irgendwie mit euch dann ein bisschen zu chatten, ne? Also? Ja, chattet mit uns. Ich will ja gar nichts sagen. So, chattet ihr auch seit viel im Internet so computermäßig? Wer ein Computer von euch? Laptop? Ja, wir haben alle Laptops. Und wenn wir irgendwie. Die meisten Leute glauben gar nicht, dass wir es sind, wenn wir im Internet unterwegs sind. Ist auch praktisch, ne? Müssen Leute nicht glauben. Wir haben immer noch unseren Zwischenstand beim Wunschspiel des Tages. Ich bin mal gespannt, wer zurzeit vorne liegt. Gucken wir mal. Immer noch die absoluten Beginner. Das heißt also, Kevins Tipp liegt immer noch vorne mit Hammerhart. Aber massive Töne holt mächtig auf. Wobei ich Kevin hatte doch massive Töne, oder? Wer hatte das? Nee. Howie hatte doch zu Beginn. Genau. Dein Tipp liegt vorne. Howie. I chose the massiven Töne. Nein, ich habe die massiven Töne mir ausgesucht. Ja, genau. 091 570 560 ist die Telefonnummer. 1 für absolute Beginner, 2 für Regen und Mild und 3 für die massiven Töne. Wundermärchen.
Gibt es eigentlich mal, die Presse ist ja immer fies, ne? Gibt es eigentlich irgendwas, was ihr mal richtig stellen wolltet? So, was über euch berichtet worden ist, wo ihr dann sagt, na, das stimmt eigentlich so gar nicht? Sure. Definitely. Okay. Howie. Ja, klar. Dann sag mal. What rumors? Das weiß ich jetzt. Was für Gerüchte? Tell me what rumors you heard. Erzähl mal. I got one. Ich hab auch einen. Das war ziemlich scheiße irgendwie. Fand ich nicht so gut. Das kann schon mal passieren, aber ich fand das nicht so gut. Das war meine Freundin. Und ich haben keine Kinder. Sie ist nicht schwanger, meine Freundin. Ganz ehrlich nicht. Aber ich habe so zwei kleine Kinder zu Hause. Das ist schon reicht, wenn man sich darum kümmert. Aber dieses Gerücht stimmt einfach nicht. Und zum tausendsten Mal. Und wir lösen uns nicht auf. Wir sitzen hier, wir sitzen zusammen hier. Und wir wollen auch, dass die ganzen Fans in Deutschland wissen, ich weiß, dass sie enttäuscht waren, dass wir natürlich die Tour immer verschoben haben. Aber wir mussten natürlich ein super Album aufnehmen können und eine super Show wieder zusammenstellen können. Und wir wollten uns um ein paar Sachen kümmern, geschäftlich. Wir mussten ein neues Management aufbauen. Wir wollten irgendwie alles schön und richtig machen, damit wir unsere Karriere auch schon verlängern können. Und das ist alles. Das Wichtigste, ne, für uns. Perfekt. Das wollte ich einfach mal. Ah, wir haben noch einen Anrufer. Ah, da ist einer. Hallo, wer ist denn da in meiner Leitung? Hallo? Ja, wer bist du denn? Hallo, ich heiße Aldiana. Aldiana, ein sehr schöner Aldiana. Name. Wer kommt der? Der kommt aus, naja, ich weiß nicht. Meine Mutter hat gesagt, dass früher hieß mal so eine griechische Göttin so. Oh. Das hat sie in meinem Buch gelesen. Ja, hört sich auch sehr gut an, Aldiana. Ja. Wunderbar, wunderbar. Hat nichts mit dem Einkaufsladen zu tun, ne? Nein. Okay, schieß doch los mit deiner Frage. Also, mich würde interessieren, was die Backstreet Boys so von der ganzen Situation in Kosovo halten, mit der NATO und mit dem Krieg da unten. Oh ja. Nee, wir möchten uns irgendwie mit diesem ganzen politischen Zeug irgendwie nicht so richtig beschäftigen. Also nicht beschäftigen, wir wollen irgendwie uns da nicht so äußern, aber wir wollen Frieden. Das ist einfach das, was ich sagen will. Es gibt irgendwie große Schwierigkeiten. Wir müssen das irgendwie alles, wir müssen das verbessern. Es gibt natürlich viele verschiedene Arten, Konflikte zu lösen, ohne Gewalt, ohne Waffen. Wir sind alle irgendwie unsicher und unreif. Und ich meine, die denken, man könnte mit Waffen Probleme lösen. Was geht nicht? Aber hier, mit dem Mund, mit Reden kann man Probleme lösen. Egal, wie lange es dauert. Und wir wünschen natürlich den ganzen Truppen viel Glück und Gottes Segen und dass alle am Leben bleiben und unverletzt bleiben und auch an die Flüchtlinge. Alles gut, wir beten für euch. Frage beantwortet, Aldiana. Ja. Wunderbar. Mola, ich hätte noch eine Frage. Könnten Sie mir noch Autogramme zuschicken und die CD signieren? Sicherlich. Ich glaube, Autogramme haben Sie aber gar nicht dabei. Oh. Ja, aber die sind in der Plattenfirma wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ich gucke erstmal, der fragende Blick. Da. Ja? No problem. Kein Problem. Siehst du, da wird draufgeschrieben aus Fax und dann wunderbar, ne? Alles klar. Ja, dann schönen Tag noch. Danke, tschüss. 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 Einen Anruf haben wir noch. Einen haben wir noch. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ich bin die Verena. Hi Verena, wie geht's dir? Gut, euch auch. Oh. Wow. Und auch uns geht's auch gut. Die besten müssen jetzt alle mal ihre Kuscheltiere halten. Wow. Oh, nein. Ich bin auch deins hier. Was hast du für eine Frage denn? Ich weiß nicht, was ihre peinlichste Sexpanne war. Die peinlichste Sexpanne. Okay, AJ, here we go. Oh, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Exit. Die peinlichste Sexpanne. So, I think it's time for hey. Yeah, it's time for the single. Let's mal ihr Foto stellen. Die neue Single kommt ja. Was glaubst du denn, ne? Interessante Frage. Interessante Frage. Well, you have. Tja, komm, erzähl du noch mal. AJ. Du zuerst. AJ. Nein, AJ. I'll be honest. I'll be honest. Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. I'll be honest. Das ist jetzt ganz ehrlich hier. Das ist jetzt im Fernsehen. I'll put it in nice terms. Ich erzähle das mal ganz nett hier, weil es hören ja auch Minderjährige zu. Broke wind during ich habe geputzt
And it was really bad. Beim Sexen, es war nicht besonders nett. Es roch auch nicht besonders gut. Ich weiß nicht, wo es herkam, aber... That was me. Das die Backstreet Boys bei ihrem einzigen Auftritt in Deutschland blamiert. Okay, ich glaube, das reicht für euch alle, oder? Ja, das reicht für uns alle. Next question, please. Schon fast so viel. Nächste Frage. Ah, Verena. Ich glaube, das ist ganz okay gewesen, ne? Viel Spaß noch heute. Guck mal schön. Gleich kommt die Welturaufführung, drängt dran. Mach's gut, ciao. AJ, break wind. AJ, das ist ein Sausen. Not on TV. Nächste Fernsehen. Wir schalten hoch zum Flow. Wo ist der denn? Hallo, Flo. Hallo. Hi, Mola. Ja, wir sind immer noch hier und ich muss sagen, es ist gerade ein bisschen ruhig. Was ist hier los? Genau. Und wir haben hier natürlich unheimlich viele Fragen und wir konnten uns für zwei entscheiden. Also zwei Fragen machen wir auf jeden Fall jetzt. Und zwar die erste stellt die Dandala. Dalanda. Entschuldigung, Dalanda. Also ich möchte gerne die Backstreet Boys fragen, ja, wie viele Songs hier auf dem neuen Album aufgenommen haben. Wie viele Songs auf dem neuen Album sind? 12, glaube ich. 12. Okay, 12 Songs. Ja, Frage auf jeden Fall beantwortet. Und dann war hier noch die Camela und die wollte wissen. Ich wollte die mal fragen, welches Lieblingsparfüm von denen das ist, was sie jetzt haben. Das ist eine sehr gute Frage, weil da kann man immer so seinen Vorrat ein bisschen auffüllen. Also Lieblingsparfüms von allen. Ja. For a woman or for Damen oder Herren? I like Dolce. Dolce Gabbana? Dolce Gabbana ist meins. Cool water. Back in the days, man. I don't have a favorite. Damals. Ich habe gar keinen Lieblingsparfüm. Der riecht ganz normal, natürlich. Cool water gefällt mir auch. Joop. Joop. Mann, deutscher Designer. Schon eingedeutsche Backstreet Boys. Wunderbar. Likes break win. Der Forts dann immer schön Joop verspielt. Eine Frage machen wir noch, Flo. Flo, wo ist er denn? Jetzt guckt er die falsche Richtung. Ja. Noch eine Frage. Ja, also habt ihr vielleicht doch mal eine Frage? Genau, sie. Brian, ich wollte von dir wissen, es wäre alles gute Nachricht zum Geburtstag. Ich weiß, dass du es am 20. Februar hattest. Aber ich wollte wissen, wie du deinen Geburtstag verbracht hast. Wie hat Brian seinen Geburtstag verbracht? Well, I spent it at home. Zu Hause habe ich ihn verbracht, in Orlando. And, I did pretty much und wir haben so... Wir haben eigentlich nicht besonders gemacht. Wir haben irgendwie einfach den Tag, also ich habe den Tag für mich irgendwie so genossen. Meine Familie war in Kentucky, im Norden. Sie konnten mich leider nicht besuchen kommen. Ich war relativ alleine. Ich habe mich etwas entspannt. Gar nichts, irgendwie alles gemacht, was ich immer mal machen wollte. Eigentlich ziemlich viel so. Aber vielen Dank, dass du gefragt hast. Eine nehmen wir noch, Flo? Flo guckt immer ganz. Flo guckt immer ein bisschen ne? Ja, wir sind jetzt hier nochmal ganz kurz draußen und zwar die Mädels haben sich unheimlich viel Mühe gemacht und sie wollten Howie nochmal fragen, ob er das erkennt und That's Howie's favorite. Ja, seine Lieblingssüßigkeiten. Schlange keine mehr gegessen, ich vermisse sie schon. Ja, er lässt sich ganz gerne mal. Irgendwie die bleiben am Schuh hängen und so. Wenn er sehen ist, dann verliert er mal ein paar und kann es irgendwie schön aus dem Fenster werfen. Ja, ans Fenster kleben. Meine Familie schmeckt ja auch sehr gut, die bringe ich mit nach Hause. Ja, da draußen, wir gehen da gleich noch hoch, das ist ja auch kein Geheimnis. Wir haben ganz am Empfinden. Wir werden auch draußen ein Finale feiern. Da kannst du dann direkt die Gummibärchen mitnehmen, ne? Cool. Excellent. Super Idee. Cool, super. Wunderbar. Welche Ecke hinten? Ja, komm, gehen wir in die Ecke hinten. Geh mal mit, wir müssen in die Ecke hinten. Komm, aufstehen, aufstehen. Okay, what? We go. Ach, ja. Also ich bin nicht konfus, das ist meine Redaktion, die sagt, wir gehen in die Ecke hinten. Gummibären! Oh, ja. Gummibären, das sind, no, we're gonna stay here. I can't get them open, it's 2 weeks. Komm mal hier rüber, hier. Guck mal hier. Wir haben guck nämlich... an, die Fotos. Ja, einmal rüber. Ja, bitte mit der Kamera hier rüber kommen. Wir haben nämlich nette Fotos eingeschickt bekommen. Wir haben eine kleine Auswahl aufgehängt von den Backstreet Boys. Was machst du denn? Guck mal hier. Oh, hier, guck mal, der hat ja alles hier. Sieht schön aus. Basketball hier, Brian, also, die ganzen Baseball. Geschenke. Die Backstreet Boys natürlich. Sehr schöne Zeichnungen. Gummibären, Partys. Auch mal ein paar hier. Guck
keine Ahnung. Hm. Ja? Also die Backstreet Boys gucken sich jetzt mal hier in Ruhe eure Geschenke an. Und wir gucken einen Clip. Und zwar kommen hier die Backstreet Boys mit Get Down. Get Down. Oh nee, oder sind wir Glow, Mr. Brown. Bis gleich. Ciao. Was ist der Beat. Boys. Boys. Boys, Applaus! Thank you. Woo! Dannebahn sind die neue Single der Backstreet Boys hier. Zuerst bei Interaktiv und die Backstreet Boys in Deutschland auf Tour. Und zwar am 4. Juni. Wo, Flo? Das ist eine sehr gute Frage. Ich würde mal sagen, Frankfurt am Main. Ja, am 7. Juni in Köln, am 20. Juni. Und am 21. Juni in Bielefeld, 22. Juni Oberhausen und am 24. Juni, Mola? In Münster. Das wunderbar, noch ein Riesenapplaus für die Backstreet Boys. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. ABC, ja. Interaktiv ist gute Besserung. Hat alle bei Malaysia in Korea gut. Mega fett, bombastisch geil. Sind schon oben. Nick und ich sind noch hier unten, wenn ihr Wunsch gibt, das Tages auflösen. Ihr werdet gleich noch einen aktuellen Song aus dem Album der Backstreet Boys hören. Und zwar ist das die Auftrittsmusik. Gleich, wenn wir also hochgehen, hört ihr einen Song, den ihr erst dann auf dem Album von den Backstreet Boys hören könnt. Dann haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar die Carla. Ich komme aus Slowenien. Kann man hier hin, Carla? Erstmal, today's her birthday, right? Yeah, right. Sie hat heute Geburtstag und deshalb einen riesengroßen Applaus für sie. You came all the way from where? Du bist woher gekommen? Aus Slowenien. Ja. Yeah. Aus Slowenien kommt sie also und du bist ein ganz großer Fan von your big friend from whom? Nick, of course. Oh. Von Nick. From Nick, of course. Und sie hat sich gewünscht, ein Foto zu haben. Also hier ist Nick. Erstmal hallo. Vielleicht maybe a little kiss or something. Oh, das ist doch süß. Und das, das ist doch das Beste, das ist der Beste. Yeah. Birthday present and a nice picture too. Okay. Well, yeah. Oh, wow. Yeah, das ist für dich hier. You must open. Is something in it? Muss man aufmachen. Ist was drin? Ja, mach mal auf. Because I know you like dolphins. Oh, my gosh. Sie gefallen Delfine? Du magst Delfine? Vielen Dank. I'm gonna take this off and put this on it. Ich muss das jetzt mal abmachen und dann nehme ich das hier. Like this better. Der helle Wahnsinn. Ein kleiner goldener Delfin ist da drin, in einer wunderschönen Rose. Das ist ein ganz tolles Präsent. Und ich finde, das ist ein Riesenapplaus nochmal wert. Wo war das Foto? Halt! Nicht mal lassen. So, das ist das Foto. Wir kommen zu unserem Wunschclip des Tages. Wer hat gewonnen? Schauen wir mal kurz auf unseren Monitor. Die absoluten Beginner mit Hammerhart, wobei massive Töne mächtig aufgeholt haben. Aber im Endeffekt haben es die absoluten Beginner dann doch wieder geschafft, den ersten Platz für sich innezuhalten. Wir besuchen jetzt die anderen, den Rest der Backstreet Boys und natürlich den Flow von The Boys oben. Ihr schaut euch den Clip an und wir gehen jetzt alle mal nach oben, ne? Alles klar. Bis jetzt kommt die absoluten Beginner mit Hammerhart. Bis gleich. Come on, let's go. Say what? Oh, come on, let's go. What? Come on, let's go. Okay. Yeah, I'd like to know what we're doing. Go to the fence now. Okay. I don't know what we're up to, but here we go. Ich eins, das, was hier draußen gleich abgehen wird, wird auch hammerhart sein, denn gleich kommen sie raus. Kevin, Howie, Brian, AJ und Nick. Nur für euch, wollt ihr die Backstreet Boys? Und wo sind sie? Wo sind sie? Da sind sie für euch. Sie kommen, sie kommen. Unbeschreiblich, unbeschreiblich, was hier abgeht. Mola, was sagst du dazu? Es ist mächtig heiß hier. Das ist der neue Song von den Backstreet Boys von ihrem Album. Checkt ihn aus, ein Upsample-Song.